So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, ihr habt ja alle gestern mitbekommen, dass wir das Turnier hatten, wo wir quasi den Beast Boy gewinnen können. Aber der Luca und ich haben quasi schon ziemlich früh aufgegeben. Wie ihr seht, das Ladebildschirm haben wir bereits bekommen. Ich bin mal gespannt, wer heute alles mit dem Skin rumläuft, weil Platz 2000 muss man natürlich auch erstmal erreichen. Aber die Surfer waren auch so verdammt. Backt und hast du nicht gesehen. Aber daran hat es nicht gelegen, dass wir es nicht geschafft haben. Nämlich die Gegner einfach wieder zu verschwitzt. Also die Leute landen außerhalb und sind wirklich alle topfit. Also bei Turnieren noch was zu gewinnen, da sage ich wirklich GG an alle, die da was gerissen bekommen. Aber ich würde sagen, gehen wir in den Shop rein und 1, 2, 3. Wen sehen wir da? Richtig. Zieh es wieder zurück. Aber fangen wir vorne an. Einmal Pucki-Emote. Oh Gott, ist das leise. Was macht denn? Also ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie mein OBS ändert dauernd die Soundeinstellungen. Ganz vorbei. Eben erst alles umgestellt, weil ich schon nicht gesehen habe wegen dem Mods, weil ich hochgeladen habe. Schlimm. So, Ton gerade wieder zurückstellen. Hä, was ist das denn? Ganz seltsam. So, jedenfalls Pokémon drin. Dann, wir kennen sie alle. Ist aber inzwischen nichts Besonderes mehr in Anführungszeichen. Wer natürlich noch nicht hat, GG an der Stelle. Wir wissen ja immer wieder, die Leute wollen irgendwas haben, haben keine V-Bucks. So, Sandsturm auch wieder zurück. Gestern erst gespielt in dem Cup. Immer noch ein schöner Skin. Danke nochmal an Zampal. Da weiß ich nicht hundertprozentig, der ist von dem. Dann haben wir natürlich noch die männliche Variante. Auch in zwei verschiedene Stile, ne, drei sogar. Einmal mit Maske, einmal nur mit Cap und einmal ohne alles. Na gut, so sieht er ganz nice aus. Erinnert mich halt so ein bisschen an Aladdin. So, dann haben wir Emblem mit drin. Und die Chrono, den Chrono-Kondensstreifen. Lol. Also, ich sage immer wieder, es sieht wirklich nice aus. Also, wer den Skin noch nicht hat, ist wirklich empfehlenswert. So, das ist Poki. Dann haben wir des Weiteren athletische Assassinen dabei. Natürlich zeigt ihm erstmal das Rücken, das zwar. Natürlich in ganz verschiedenen Stilen. Also mehr kann man aus dem Skin auch nicht rausholen. Einmal ohne Mütze, einmal mit Mütze, einmal ohne Augenbinde, einmal nur mit Augenbinde und ohne Mundmaske und einmal komplett clean. Ganz ehrlich, so gefällt der Skin mir quasi fast noch am besten. Dann haben wir des Weiteren drin die Pompon-Prügler. Naja, wer die spielt, okay, muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt ist der Ton wieder laut. Lolle, was ist das denn? Dann haben wir Raptor wieder mit drin. Der hat ja jetzt seinen neuen Stil bekommen, nämlich den. Ist zwar jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber die weibliche Variante hat oh Gott, den Stil. Nee. Den Stilpunkt? Nein, die Stilart nicht. Nämlich, wie ihr seht, da ist kein Stil dabei. Hier ist noch der Stil dabei und das ist im Stern Rote. Sieht auch nice aus, aber 2000 V-Bucks. So, dann Sturmbomber ist mit drin. Und er stürzt ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja, wundert euch nicht, ich muss da unten den Ton achten. Party, vorhin, das höre ich wieder komischerweise überhaupt nicht. So, dann haben wir des Weiteren Barfuß-Ermittlerin. Ich verstehe nicht, warum er mir immer erst das Rückenaccessoire anzeigt. Wie gesagt, auch ein schöner Skin, erinnert mich halt ein bisschen eher so nach einer Gestrandete. Natürlich das passende Rückenaccessoire dabei. Auch ein schöner Skin, finde ich eigentlich. So, dann gestrandeter Jonesy. Danke, 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 Moritz nochmal. Lol. So, hier sind wir zu Hause. Den habe ich zur Zeit noch nicht wirklich viel gespielt, weil ihr wisst selber, man hat irgendwie seine drei, vier Skins und dann spielt man doch nichts anderes. Dann neue Tarnung, nämlich Planetar. Das sieht okay aus, aber in meinen Augen jetzt auch nichts besonderes. Ja, Tarnung ist mehr Geschmackssache. So, dann haben wir Disco Party mit drin. Was ist das denn mit dem Ton? Also ganz furchtbar. So ein Zahnseidenwirbler.
Es ist kompliziert. Den Ton runterdrehen. Ach Gott, ey. Kommt mir vor wie so ein DJ gerade. So, das Aura-Paket ist natürlich immer noch im Shop. Batman immer noch da. Der zweite Ritter der runden Tafel. Dann das Doppelagenten-Paket und natürlich unser Dauermitläufer, letzter Lacher-Paket. Und erstmal nochmal sorry für den Ton, aber ich weiß auch nicht, was mit der OBS los ist. Der springt dauernd mit dem Ton hin und her. So, in Rette die Welt gibt es nur 50 V-Bucks diese Woche, heute. Nämlich normale V-Bucks-Missionen leider keine da. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Level und haut rein.